Lange Zeit galt keine Führung ohne strenge Hierarchie. Da wurden Befehle von oben nach unten weitergereicht. Die Entscheidungshoheit lag beim Chef. Doch die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und da kommt nun die laterale Führung ins Spiel. Über Chancen, aber auch über Grenzen dieses Führungsprinzips wollen wir heute beim Xing Talk sprechen. Und zwar mit Barbara Simonsen, Führungsexpertin und Karrierecoach. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Frau Simonsen, laterale Führung, das müssen wir uns einmal erklären. Was genau ist das? Laterale Führung ist ein Führungskonzept, bei dem es darum geht, ohne die Weisungsbefugnis, ohne diese Möglichkeit, Menschen, die unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Denkweisen, trotzdem zu einem Vorhaben zu bewegen und Ergebnisse zu erzielen. Mhm. Und es ist kein basisdemokratischer Ansatz. Es geht nach wie vor um Führung, um Einflussnahme, aber eben nicht von oben nach unten, wie Sie das gerade auch gesagt haben, sondern zur Seite, unter Gleichgestellten. Und es gibt auch Synonyme für laterale Führung, wie eben Führen ohne Vorgesetztenfunktion, horizontale Führung zum Beispiel. Was braucht es denn für eine gute laterale Führung? Welche Eigenschaften muss ich als Führungskraft mitbringen? Die Eigenschaft, also die Anforderungen an die Führungskraft ist sehr hoch. Es ist nicht nur die Eigenschaft, es sind überhaupt die Kompetenzen. Man muss sehr ausgedehnte soziale und methodische Kompetenzen haben, weil man eben auch Gruppenprozesse deuten können muss, man muss sie lenken können, man muss auch moderieren können. In der Eigenschaft, in der persönlichen Kompetenz geht es darum, auch eine gewisse Frustrationstoleranz mitzubringen und vor allem auch Ambiguitätstoleranz. Das ist die Fähigkeit, Spannungen auszuhalten und nicht vorschnell Entscheidungen zu treffen. Also es abzuwägen, ein bisschen zurückzutreten. Und man muss auch die Freude haben, sich in solch unsicheren Strukturen, es ist ja nicht so festgelegt, die laterale Führung, in solch unsicheren Strukturen sich zu bewegen und das zu formen und zu gestalten und damit zurechtzukommen. Das klingt nach einer sehr komplexen Aufgabe. Wo liegen denn die konkreten Vorteile lateraler Führung? Ja, die Vorteile liegen darin, dass es eben ein Handlungsrepertoire gibt. Es erweitert ein erweitertes Handlungsrepertoire in der lateralen Führung, das es eben ermöglicht, ohne diese Positionsmacht trotzdem Ziele zu erreichen oder zu Ergebnissen zu kommen, beziehungsweise einfach handlungsfähig zu sein. Und es ist eben möglich, mit lateraler Führung dieses Konzept auch nebst der Hierarchie als Ergänzung anzuwenden. Man muss die Hierarchie dafür nicht abbauen. Und es eignet sich auch sehr für Branchen, wo es sehr viele Experten gibt, die sehr autonom arbeiten und wo es sowieso verpönt ist, Überweisung zu führen. Und trotzdem müssen die irgendwie zusammenkommen, motiviert sein und interessiert sein, etwas zu erreichen. Da eignet es sich auch besonders. Das sind zum Beispiel Branchen wie Bildungswesen, Hochschule, Forschung, Wissenschaft, Gremien, Verbände, auch im theologischen Bereich. Das sind alles so Experten, die sehr für sich sind und trotzdem gibt es ja Momente, wo die irgendwie zusammenarbeiten müssen. Wahrscheinlich auch in jungen, digitalen, agilen Unternehmen ist das ja wahrscheinlich auch sehr wichtig. Genau, also das Klassische, das, was Sie vorher beschrieben haben, wo die Möglichkeit zugespitzt wäre, sie da Aufgaben per Weisung zuzuweisen, Druck zu machen, zu kontrollieren, das funktioniert ja nicht in flacheren Hierarchien. Es funktioniert nicht, sobald Teams oder Menschen quer über Hierarchien, über Abteilungen hinweg zusammenarbeiten müssen. Es funktioniert nicht, wenn Netzwerke zusammenarbeiten müssen. Es funktioniert nicht, wenn Stabstellen, wenn Referenten oder auch geteilte Shared Leadership, wenn diese Menschen zusammenarbeiten müssen.
da braucht es eine Weise, eine Idee davon, wie man eben trotzdem zu Ergebnissen kommt. Und das bietet die laterale Führung. Dieses Konzept wurde sehr von einem Soziologieprofessor, Stefan Kühl, erforscht und auch publiziert. Das klingt sehr positiv, wenn auch komplex, wie wir zuvor gehört haben. Gibt es dennoch Grenzen oder gibt es beziehungsweise Unternehmensstrukturen, bei denen Sie sagen, hier passt es einfach nicht, da sollte man doch auf das klassischere Modell setzen? Grenzen gibt es dort, wo das Unternehmen nicht die Kultur dafür bietet, wo nicht die Offenheit dafür ist, dass man eben kooperativ, partnerschaftlich zusammenarbeitet, wo man keine Fehlerkultur hat, wo man keinen Rollenschutz gibt der Führungskraft, der lateralen Führungskraft. Die braucht einen gewissen Schutz, wo man auch nicht die entsprechenden Aufträge hat. Da funktioniert das nicht. Und es ist auch so, dass laterale Führung, die in einer Situation funktioniert, die funktioniert nicht in einer anderen Situation. Man kann nie eins zu eins übertragen. Okay. Und die Grundlagen sind aber immer die gleichen. Also muss man doch individuell sehr genau hinschauen. Ja. Nun habe ich als Chef, als Führungskraft ja andere Instrumente bei einer lateralen Führung. Welche sind das? Genau. Vielleicht können wir noch auf die Grundlagen eingehen. Ja, gern. Weil was ja passiert, wenn man merkt, also man soll quer zu den zu Abteilungen oder Hierarchien arbeiten und es funktioniert einfach nicht. Man kriegt die Menschen nicht dazu, motiviert dabei zu sein. Und dann versucht man ja eher mal, sich noch zu optimieren auf der persönlichen Ebene oder auf der kommunikativen Ebene. Die Grundlage von lateraler Führung, die berücksichtigt aber noch andere Mechanismen oder Dimensionen und die müssen immer benutzt werden, damit die Zusammenarbeit gelingt. Und das sind die Wirkmechanismen Verständigung, Macht und Vertrauen. Mhm. Diese drei Prozesse, kann man auch sagen, oder Prinzipien, die müssen sehr genau beachtet werden, also auch indem man sie analysiert. Und dann auch entsprechend die Instrumente dazu wählt. Welche wären das jetzt? Vielleicht ganz klassische Instrumente für die drei einzelnen Bereiche? Genau. Also bei der Verständigung, beim Thema Verständigung, geht es darum, die Interessenslagen und die Denkweisen des Gegenüber oder der anderen einfach besser zu verstehen und sie auch wertzuschätzen. Und das bedeutet ja auch Fragen stellen, aktiv zuhören, Perspektivenwechsel einnehmen. Es geht dann auch darum, Ziele zu vereinbaren, Regeln zu vereinbaren. Wenn es um die Macht geht, die immer auch beachtet werden muss, denn auch ohne Hierarchie kommt es zu Machtpositionen, die speisen sich aber bei der lateralen Führung nicht aus der Hierarchie, sondern aus Expertenwissen, aus Informationsmacht oder Informationen, die man hat. Und sie speisen sich aus dem Zugang zu relevanten Kontakten. Und das braucht ein Fingerspitzengefühl, dass man als laterale Führungskraft hier sehr sensibel mit diesen Machtquellen umgeht, dass man sie nicht zum eigenen Interesse nur ausnutzt, sondern im Interesse der aller oder der anderen auch. Und beim Thema Vertrauen, was auch beachtet werden muss, da geht es eben darum, auch Vertrauensbeziehungen zu gestalten. Zum Beispiel, indem man anderen Vertrauensvorschuss gibt, indem man bestimmte Risiken minimiert, indem man sein Handeln berechenbarer macht, so dass sich Vertrauen langsam entwickeln kann. Also auch Transparenz ist da dann wahrscheinlich
wichtig als Führungskraft? Ja, in bestimmten Momenten, auf jeden Fall nicht immer. Ich würde auch da immer gucken, was will man erreichen, aber auf jeden Fall, ja. Sie haben es vorhin schon erwähnt, das ist ein sehr komplexes Thema und wir können es hier natürlich nicht in der Gänze abhandeln. Deswegen vielleicht für Sie so wichtige Punkte, die es bei der lateralen Führung zu beachten gilt. Es braucht, wie wir schon gemerkt haben, sehr hohe Kompetenzen auf verschiedenen Gebieten, sowohl bei der Führungskraft, bei der lateralen Führungskraft, wie bei den Teammitgliedern. Und sie müssen sehr viel Offenheit und Bereitschaft mitbringen, sich in so unklaren Strukturen zu bewegen und trotzdem Ergebnisse zu erzielen. Es eignet sich eben für schnelles, flexibles Handeln, um rasch und agil auf Kundenbedürfnisse, auf neue Märkte zu reagieren. Dafür ist es sehr geeignet. Es muss aber wirklich beachtet werden, dass es zu einem guten Zusammenspiel kommt, einer Vertrauenskultur, von Verständigungsprozessen und von Machtgestaltung oder Machtbeziehungen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig zu beachten. Und es kann nicht übertragen werden, 1:1. Also wenn es irgendwo funktioniert, funktioniert es nicht unbedingt in einer anderen Situation. Da muss immer wieder neu geguckt werden, analysiert werden, wie will man handeln. Aber immer mit diesem Fokus auf diese drei Dimensionen, die ich genannt habe. Vielen Dank, Frau Simonsen, für den Besuch. Sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich über Ihre Erfahrungen zu diesem Thema und freuen uns natürlich auch, wenn Sie beim nächsten Xing Talk wieder dabei sind. Bis dahin. Ja.